Nikin ist 5 Jahre alt geworden. Und es ist schon krass, dass das so schnell gegangen ist und was alles in dieser Zeit passiert ist. Ich bin Sophie, ich arbeite seit 2018 bei Nikin und ich leite den Kundendienst. Nochmal, oder? Eines von meiner Highlights war natürlich das erste Treffen mit dem Robin, das mir Nikin gegründet hat, wo wir zusammen ein Bier in Lenzburg getrunken haben und aus dem die ganze Idee für Nikin entstanden ist. Ich bin Tina, ich bin Praktikantin im Produktteam seit 2021. Als ich angefangen habe, war eigentlich noch alles mega klein. Jetzt waren wir so 5-6 Leute. Ich habe der Logistik ausgeholfen. Nice. Ich bin Marta und ich arbeite seit diesem Jahr bei Nikin im Event- und Sponsoring-Team. Eines meiner ersten Highlights war, als wir im 2017 das erste eigene Lager hatten. Es war zwar ein mega kleiner Raum von vielleicht 12 Quadratmetern, aber es war gleich schon speziell für uns. Ich bin Michel, ich bin seit 2019 bei Nikin und leite das E-Commerce. Am Anfang waren wir alle zusammen in einem Raum und da war der Kundendienst halt auch mit dem Telefon im Raum und jedes Mal, wenn das Telefon kam, ist ein bisschen Panik bei uns ausgebrochen und wir haben das Telefon so hin und her gereicht und geschaut, wer es jetzt annimmt. 2018 war ein sehr spezielles Jahr für uns, weil wir die ersten Mitarbeiter angestellt haben und Robin und ich angefangen haben, Nikin Vollzeit zu machen. Es kommen viele neue Leute dazu. Darum ist es mega cool und mega schön, dass wir oft Team-Events organisieren können, um uns auch wirklich alle persönlich kennenzulernen und den Zusammenhalt ein bisschen zu stärken. Schnauze! Vor allem die gute Beziehung zu den Lieferanten ist auch ein grosses Thema, weil sie helfen uns auch immer weiter, neue Materialien zu finden. Und das Schöne ist auch, dass wir sie besuchen in der Fabrik und live miterleben dürfen, wie Kleider produziert werden. 2019 war ein sehr tolles Jahr für uns. Wir sind von 10 Mitarbeitern auf 30 Mitarbeiter, haben zuerst mal selber Bäume gepflanzt, zuerst mal aber auch unseren Baumpflanzpartner besucht, haben die erste Pop-up-Store gehabt. Es war echt ein tolles Jahr. Ja, in diesen 2,5 Jahren bin ich sehr viel gelaufen im E-Commerce und seitdem ist der grösste Meilenstein der Relaunch, den wir dieses Jahr hatten, wo wirklich der Shop komplett neu auf die Beine gestellt hat. 2020 war ein eher spezielles Jahr wegen Corona, aber trotzdem, weil wir online viel gemacht haben, war es für uns speziell mit Sachen wie Crowddesign, wir haben unsere Masken zum Selbstkostenpreis rausgebracht und noch viel, viel mehr. Jetzt ist 2021 und wenn es in Zukunft von Nikin geht, gibt es noch sehr, sehr viel, was wir machen werden. Wir möchten noch viele Jahre weitermachen, wir möchten in Europa grösser werden, möchten im Bereich Nachhaltigkeit noch viele Sachen umsetzen und möchten auch viele, viele, viele Bäume noch pflanzen lassen. 2017 war auch ein tolles Jahr. Das war im 2018 Gesicht oben. Also, wär's das? Okay. Kann ich gehen. Merci.